Herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, liebe Zuseher, heute aus unserem Studio. Ja, und ich habe euch da ein paar Sachen mitgebracht, aber eigentlich nicht ich, sondern der Simon. Und ich setze mich jetzt einfach mal auf die Couch, weil das viel gemütlicher heißt. Servus, Simon. Hallo. Schön, dich persönlich kennenzulernen. Ja, liebe Leute, warum habe ich den Simon eingeladen hier ins Studio? Ich habe ihn kennengelernt bei einem Jugendwettbewerb, wo er wirklich ein tolles Thema präsentiert hat, nämlich das Thema Blackout. Richtig, ja. Simon, was bedeutet der Blackout? Was heißt das jetzt für einen Österreicher, für Österreicherin? Also ein Blackout kann man sich vorstellen, also der ganze Strom ist eigentlich weg. Und so normale Sachen wie der Herd oder die WC-Spülung, Warmwasser, es geht gar nichts mehr. Ja, wieso? Das WC hat ja nichts mit Strom zu tun. Wieso kommt da kein Wasser mehr aus der Leitung? Weil die Pumpen ja auch mit Strom betrieben wird und so kann dann kein Wasser mehr aufgepumpt werden. Richtig, also das heißt, ist der Strom weg, Blackout funktioniert in Wirklichkeit gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Gut, und das ist dein Thema und dafür hat der Simon heute etwas mitgebracht, weil der Simon hat eine tolle Firma. Wie heißt die Firma? Blackoutvorsorge.net ist meine Homepage. Jawohl, blenden wir mal gleich ein. Und da gibt es jetzt verschiedene Pakete von einem kleinen Paket, was er mitgebracht hat. Ich glaube, eine Woche kommt man damit aus. Genau, also das ist das mittelgroße Paket. Mhm. Da ist halt immer Essen drin für 7 Tage. Auf das kommen wir dann noch. Und dann gibt es größere Pakete, genau, und mittlere Pakete auch. Das heißt, das könnt ihr euch dann alles anschauen auf der Website. Aber jetzt fangen wir mal an. Kleines Paket, du hast eh schon gesagt, da ist das Essen drinnen. Was ist da drinnen? Also das ist ein gefriergetrocknetes Essen. Das kann man mit ein bisschen Wasser einfach warm machen und dann ist es zum Verspeisen. Ja. Genau. Das Wichtigste, was der Mensch braucht, ist das Wasser. Und vielleicht kennt ihr das noch. Ich kenne das von den 80er, 90er noch. Das sind so Plastikkanister, was ausschauen wie ein Sackerl. Wie viele Liter gingen rein? Das sind 10 Liter. 10 Liter Wasser gingen da rein. Ja. Gut, das heißt, mit dem Wasser kann ich dann das Essen kochen. Mit was kochen wir das? Mit Gaskocher. Gaskocher ist auch dabei. Passen natürlich nur dazu die Gaskartuschen. Was braucht man denn sonst noch jetzt, dass man sagt, okay, Nacht wird es finster, was hat man da? Eine Kurbellampen, eben ein Solarbetrieben, dass man Licht hat und halt die Kerzen dazu. Das kennt sicher, Kurbellampen und für die Nacht romantisch ein paar Kerzen. Nein, wenn es finster ist, ist es schier, ja, glaube ich, wenn man wirklich kein Licht hat und man will was sehen. Ja? Und was ganz, ganz wichtig zum Beispiel ja, ist, sind Informationen. Ja, jetzt ist der Strom weg, die Social Medien sind fort, ja, das Telefon funktioniert nicht mehr. Wie könnte man da rein theoretisch Infos bekommen? Eben ein Kurbelradio, dass man halt wirklich immer am neuesten Stand bleibt, weil, wie gesagt, das Handy kann man nicht mehr aufladen und geht ja alles über Internet und da funktioniert gar nichts mehr. Das ist ja schon fast paradox, ein Kurbelradio, das heißt, diese Radiowellen sind ja schon uralt, das Prinzip, wo du sagst, am neuesten Stand kommen, also man sieht, mit der alten Technik kann man dann natürlich in solchen Zeiten eben Infos sich holen. Ja, und ein ganz persönliches Highlight war ja schon vorher, wie schon gesagt, Toilette, ja, also ich weiß nicht, ein Mensch ohne Toilette ist ja blöd, ja, da hast du uns da was Tolles mitgebracht. Liebe Grüße an den Herrn Michael Seitz. Also es passiert heute nicht, was du gesagt hast. Ich zeige das ein bisschen her. Das ist ein Sitzklo. Da kann man ein Sackerl reinnehmen, also so quasi nach dem Motto, nimm ein Sackerl fürs Gackerl. Ja. Frage, wie viel Kilo hält das da aus? Ja, ca. 140 Kilo hält das schon aus. Ca. 140 Kilo und da sind dann die Sackerl dann auch gleich dabei. Genau, das sind dann Biomüllsackeln, die kann man einspannen. Und dann ich setze mich jetzt einfach einmal auf, schaut es lieber zu sehr. Dass wir das gleich live testen. Achtung, ich habe schon wieder ein Kabel am Fuß, kein Problem. Ah, jetzt, das war fürs Studio praktisch, oder? Michi, das hat uns gefallen, oder? Nicht schlecht, ich glaube, ich kaufe das klar auch. Gut, lieber Simon, ja, ich finde, du hast da wirklich ein tolles Thema vorbereitet, obwohl toll vielleicht jetzt der falsche Ausdruck ist, aber zumindest machen sich junge Menschen Gedanken, was ist, wenn einmal wirklich der Strom wegkommt. Der persönliche Bezug, wie bist du zu dem gekommen? Ja, ich habe mich damals mit dem Thema einfach viel befasst, haben mir viele Dokumentationen angeschaut und es hat keinen richtigen Lösungsanstoß gegeben. Und da habe ich mir gedacht, man muss halt einfach den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich gut darauf vorbereiten. Ja, ja. Vor allem einfach halt. Ja, bin ich auch deiner Meinung, Vorbereitung ist immer die halbe Miete und hast du Sorgen, ja, dann bitte tut es vorsorgen. Wie schon gesagt, wir blenden jetzt nochmal unten die E-Mail-Adresse bzw. die Website vom Simon ein, da könnt ihr euch gerne melden. Ja, ich sage danke, dass du da warst, deine Produkte auch präsentiert hast. Ja, ich bin wirklich ganz deiner Meinung, Vorsorge kann nicht schaden. Gibt es von deiner Seite irgendwas zu sagen? Danke für die Einladung heute. Bitte, keine Ursache. Hat mir Spaß gemacht, danke. Ja, nur zur Info, das ist ein Startup, gell? Ja. Ja, okay, unterstützt es ja. Der macht wirklich was Cooles. Leute, danke fürs Zuschauen bei Ich hab da was TV. Danke, Simon, fürs Kommen. Danke. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt, ja, ist klar.